Seid ihr in dem Bild gefangen? Jeder hat seinen festen Platz in der Schöpfung. Verzeihung. Traumweberin. Ja? Was muss ich noch gleich tun? Suche nach Zeichen und Dingen, die dich an deinen Traum erinnern. Doch sei gewarnt. Verworren ist die Ordnung der Träume. Die Splitter mögen eine andere Gestalt haben, als du erwartest. Sobald du sie gefunden hast, musst du die Splitter an der Harfe ordnen. Welche Harfe meint ihr? Jeder Haken, eine Saite. Jede Saite, ein Splitter. Jeder Splitter, ein Haken. Woran erkenne ich die Splitter? Sie sind das, woran du dich erinnert hast. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die Splitter und ordne sie in sinniger Reihenfolge an der Harfe. Ich suche weiter. Ohne Eile. Unheilsbringer. Du hast uns alle umgebracht. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Unheilsbringer. Ich räume alles wieder auf. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Kling. Ich habe ganz vergessen, der Puppenspielerin ihren Schlüssel zurückzugeben. Die Zeit schläft. Es ist gar nicht heiß. Die Zeit schläft und niemand weckt sie auf. Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Oh nein. Mir hat einmal eine Scherbe das Leben gerettet. Mir hat einmal eine Scherbe das Leben gerettet. Warum hast du uns umgebracht? Auf dem Boden liegt eine schwarze Feder. Du bringst das Ende. Diese entsetzliche Stimme. Du bist es. Ich will, dass sie verstummt. Sie soll schweigen.
Hexenbalg! Du bist es! Du bringst das Ende! Du bist es! Du bringst das Ende! Ich sehe einen geschlossenen Vorhang. Dahinter plätschert Wasser. Nori! Sie gehört jetzt mir, Vogelfänger! Ja, sieh dich satt an ihrer schmerzlich vergänglichen Schönheit! Schon bald wirst du sie getötet haben! Nein. Du hast uns alle umgebracht. Warum hast du uns umgebracht? Der Seher hat es gewusst. Er bringt das Ende, hat er gesagt. Hört auf. Warum hast du uns umgebracht? Hört auf! Redet, was ihr wollt, aber ich werde Nori retten. Nori, was machst du? Unheilskind, sie hasst dich. Sie spricht nicht mehr mit dir. Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. Ja, so war das. Endlich. Endlich, endlich Ruhe. Nori, ich... Sag einfach nichts. Ich weiß doch, ich will nur, dass du an mich denkst. Hier, dieser Reif ist für dich. Damit du mich nicht vergisst und mich nicht aufgibst. Du bist es. Du bringst das Ende. Corvus! Wie fühlst du dich, Jüngling? Was hast du erfahren? Es geht mir gut. Diese Prophezeiung. Das ganze Gerede, dass ich Unheil bringe. Daran war dieser verdammte Rabe schuld. Ich sehe, du hast etwas Wichtiges erkannt, Jüngling. Ja, aber jetzt muss ich Nori retten. Ich weiß nun, wie ich herausfinden kann, ob die Prophezeiung stimmt oder nicht. In der Tat. Du kennst die Quelle deines Unglücks und bist frei, dich ihr zu stellen. Das Tor wird deine Absichten nicht mehr hinterfragen. Hab Dank. Leb wohl, Feenfreund.
Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Du darfst gehen, Nachthaar. Den Göttern sei Dank. Als Geron in seine Heimat zurückkehrte, war dort ein ganzer Mond verstrichen. Er war zu spät gekommen. Ein Fieberwahn hatte das Land befallen. Die Boten des Seers überbrachten finstere Träume. Träume vom Untergang. Der Seher hatte sich sein eigenes Prophetenreich erschaffen. Ein verzweifeltes Reich. Ein Reich der Angst. Wo? Nuris Versteck, ich bin wieder zurück. Aber wieso schneit es? Es kann doch nicht einmal Anfang Boron sein. Nuri!